Ja, schönen guten Abend miteinander. Ich bin hoch erfreut, was für ein großes Publikum wir heute haben. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es das Größte ist, was wir je hier in der Hauptbücherei empfangen durften. Dankeschön, dass ihr alle gekommen seid und dass ihr euch nicht von den Umständen abschrecken lasst. Es ist dieses Jahr alles ein bisschen anders, auch bei uns ist einiges anders. Ihr seid heute so ein bisschen auch ein Versuchskaninchenpublikum. Im Allgemeinen haben wir im Herbst ungefähr 15 Veranstaltungen, wo wir Texte vorlesen lassen, vor Publikum natürlich, gelesen immer von Schauspielern. Dieses Jahr, aus den bekannten Umständen, werden wir die allermeisten Veranstaltungen nur übers Internet laufen lassen. Das heißt, diese hier ist eine der ganz wenigen Veranstaltungen mit Publikum. Das Finale findet ebenfalls mit Publikum im Casino am Schwarzenbergplatz statt, allerdings auch sehr abgespeckt und sehr reduziert. Und was eben ganz neu ist, der Roman Picha, der ihr da seht, der ausschaut wie ein Räuber, der Roman Picha nimmt diese Veranstaltung auf und die wird, sobald er das alles fertig geschnitten und fertig vorbereitet hat, einerseits auf YouTube gestellt, andererseits wird sie den Bezirken und allen Schulen zur Verfügung gestellt, dass man allenfalls auch im Deutschunterricht, falls der Wunsch besteht oder falls die Möglichkeit besteht, sich anhören kann, sich anschauen kann, was denn die jungen Leute an literarischen Fähigkeiten so drauf haben. Also wie gesagt, deshalb sitze ich auch normalerweise, stehe ich, wenn ich moderiere, damit das irgendwie alles in einem Bild drin ist. Ich freue mich sehr, 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 dass wir wieder die Mercedes Echerer gewinnen konnten, für uns zu lesen. Sie macht das bereits zum vierten Mal und ich bin jedes Mal ganz, ganz begeistert, mit welcher Sensibilität sie mit den Texten der jungen Leute umgeht. Bevor ich Sie auf die Bühne bitte, darf ich allerdings noch den Herrn Mansfeld bitten, ein paar Worte zu sprechen. Ich muss kurz erklären, wieso. Wir leben natürlich von zahllosen Unterstützern und Unterstützungen. Auch die Hauptbücherei gehört zu unseren Unterstützern, dass wir die Veranstaltung überhaupt hier durchführen können. Aber auch die Bezirke sind wichtige, die Kulturvereine, die Kulturkommissionen der Bezirke sind ganz, ganz wichtige Unterstützer unseres Projektes. Und die vier Bezirke, die um die Hauptbücherei herumgelagert sind, die sind quasi stellvertretend und für die wiederum stellvertretend ist der Herr Mansfeld da. Ich möchte mich bei denen sehr herzlich für ihr Engagement bedanken, das ebenfalls ein sehr zuverlässiges, seit vielen Jahren funktionierendes Engagement ist. Und ich darf jetzt den Herrn Mansfeld bitten, zwei, drei Worte als Vertreter des 15. Bezirks, das ist richtig, oder? Ja, als Vertreter des 15. Bezirks zu sprechen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend bei Ihnen sein darf. Ich bin Vorsitzender der Kulturkommission in Rudolfsheim 5 Haus und auch junge Leute aus meinem Bezirk nehmen hier an den Texten teil und ich möchte mich beim Herrn Brendl und seinem Team recht herzlich für diese Initiative bedanken. Es ist ganz, ganz wichtig, hier jungen Kulturschaffenden die Möglichkeit zu geben, sich erstmals vor Publikum zu präsentieren, zu merken, was ihre Texte bewirken können, zu sehen, dass viele Menschen daran interessiert sind, was sie zu sagen haben und wie sie es zu sagen haben. Und ich freue mich ganz besonders, wenn ich jetzt so in die Runde schaue und sehe, wie sehr und wie genau und verantwortungsvoll die Corona-Maßnahmen hier eingehalten werden. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits natürlich, weil wir noch immer nicht den Kampf gegen das Virus endgültig begonnen haben, so gut wir in Wien auch unterwegs sein mögen. Und andererseits natürlich auch deshalb, weil das ein ganz starkes Zeichen dafür ist, dass wir uns im Kulturbetrieb und in unserem Kulturbedürfnis nicht unterkriegen lassen. Dass wir trotz Einhaltung aller notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zeigen, Kultur ist uns wichtig, denn Kultur ist der Lebensnerv jeder Gesellschaft.
Kultur ermöglicht uns, unsere Individualität auszudrücken, ermöglicht uns, in Gruppen zusammenzuschließen und hier gemeinsam etwas zu produzieren, zur Freude und zur Unterhaltung vieler anderen. Und schließlich, und das ist für uns im 15. Bezirk ganz, ganz wichtig, Kultur ermöglicht es, den Menschen zusammenzukommen. Dadurch, dass sich jede und jede Gruppe, jeder Einzelne seiner Individualität präsentieren kann, werden auch andere Leute angesprochen, um zu sehen, das ist aber interessant, was die zu sagen haben, das ist schön, was die zu singen haben, das ist interessant, was die uns zu erzählen haben. Und das ist vor allem bei uns im 15. Bezirk wichtig. Bei uns leben Menschen aus über 50 verschiedenen Nationen. Und da ist es von ganz besonderen Stellenwert, dass es hier möglich ist, Kultur zu leben, Kultur zu präsentieren. Und hier sind solche Initiativen von einem besonderen Stellenwert. Daher recht herzlichen Dank. Und ganz besonderes Dankeschön natürlich den jungen Künstlerinnen und Künstlern, die heute Abend ihre Texte zur Verfügung gestellt haben. Ich freue mich schon sehr darauf, von Ihnen zu hören. Ich freue mich sehr auf den weiteren Fortgang der Texte. Und ich freue mich auch sehr, dass die Initiative sich über viele Jahre hier schon etabliert hat und vermutlich auch noch in weiterer Zukunft so anhalten wird. Von uns aus dem 15. Bezirk darf ich auch im Namen unseres Bezirksvorstehers weitere Unterstützung zusagen. Es ist ganz, ganz toll, dass Sie da sind, dass Sie diese Initiative unterstützen. Und ich wünsche uns allen noch einen schönen und unterhaltsamen Abend. Danke. Mia Egger, alles geben. Was, wenn du eines Tages nicht in der perfekten Welt aufwachst, in die du dich immer geträumt hast? Unsere Welt ist alles andere als perfekt, geht alles andere als bergauf. Klimawandel, Umweltverschmutzung, Abholzung, Überfischung, Artensterben und Übervölkerung, Überbevölkerung. Corona ist nicht das Einzige, was uns beschäftigt. Wir brauchen Veränderung, Mut zur Veränderung. Mut zur Veränderung unseres Lebensstils, unserer Einstellung, unserer Denkweise. So geht es nicht weiter. Zukunftslos. Aber wen kümmert das? Es ist doch nur unser einziger Planet, unsere einzige Heimat, unser einziges Leben. Die Erde braucht uns nicht. Wir brauchen sie. Doch wir leben, als hätten wir einen zweiten Planeten in unserem Koffer. Spielen russisch Roulette mit unserer Zukunft. Der Zukunft unserer Kinder. Was, wenn die Erde auch nur Fieber hat, um die Bakterien, uns, loszuwerden? Was, wenn das Fieber nichts bringt und die Erde jetzt Antibiotika, Corona, ausschüttet? Alles Zeichen. Als Zeichen, dass wir etwas ändern müssen. Die Umwelt, das Klima. Wollen wir so lange warten, bis wir die Meere nicht mehr von Plastik unterscheiden können? Wenn Bäume WLAN produzieren würden, würden wir den Wald schließlich auch vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Schade, dass sie bloß dieses Sauerstoffdings produzieren. Naja, wenn Dummheit leuchten würde, wäre ja auch das Energieproblem gelöst. Unsere Gesellschaft ist blind. Blind vor Geld, blind vor Macht, Gier und Egoismus. Wartend auf Rettung, anstatt es selbst in die Hand zu nehmen. Faulheit? Angst? Angst zu versagen? Angst beginnt im Kopf, doch Mut auch. Und Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, nur der Angst ins Gesicht zu blicken und trotzdem zu handeln. Hab Mut zum Unmut. Sei mutig, Angst zu haben. Rassismus, Sexismus, Homophobie, Toleranz, Akzeptanz. Ein Fremdwort? Unsere Welt braucht eine Utopie, eine Update, Updates. Weil nicht nur ein Virus uns befällt. Lasst uns an einem Strang ziehen. Zusammenhalten. Vertrauen. Vertrauen ist die stillste Art von Mut. Und wir brauchen Mut. Mut zur Veränderung. Doch von alleine ändert sich nichts. Nichts ändert sich, bevor man sich selbst geändert. Plötzlich ändert sich alles. Einfach zu hoffen, ist wie am Bahnhof auf ein Schiff zu warten. Schon auf die Kleinigkeiten kommt es an. Wenn wir daran glauben, lässt sich etwas ändern. Und wenn es nur die Einstellung ist, ein Anfang. Dem Gerede Beine geben. Veränderung braucht uns und wir brauchen Veränderung.
Mut zur Veränderung. Mut, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen. Denn es ist, wie es ist. Aber es wird, was du daraus machst. Die Tat unterscheidet das Ziel vom Traum. Und auch wenn wir noch nicht da sind, sind wir näher dran als gestern. Also tue etwas, worauf du morgen stolz sein kannst. Denn wer die Gegenwart nutzt, hat in Zukunft eine wertvolle Vergangenheit. Hat eine Zukunft. Eine Zukunft, die, so wie sie jetzt nicht existiert, zukunftslos. Zum Schweigen fehlen einfach die richtigen Worte. Es ist unser aller Zukunft. Und es gibt drei Möglichkeiten. Aufgeben, nachgeben oder mutig sein und alles geben. Emma Radoschewitsch, und ich entschuldige mich bei allen Autorinnen, falls ich einen Namen nicht korrekt ausspreche. Das tut mir sehr leid, ich bemühe mich. Emma Radoschewitsch, Vincent van Gogh. Vincent van Gogh wird die Frage, was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren, zugeschrieben. Aber warum brauchen wir Mut, um etwas zu riskieren? Was sollten wir riskieren? Sollen wir das Vertraute verlassen, um uns in das Fremde, Unbehagliche zu stürzen? Und wofür? Die Grenze zwischen Mut und Übermut ist schmal. Was, wenn wir nur aus unserer ungewohnten Umgebung aussteigen ins Neue, voller Euphorie, wir uns dann aber dann nach dem Alten sehnen, zu dem es kein Zurück mehr gibt? Vielleicht täuscht uns unser anfängliches Selbstvertrauen, etwas Neues zu versuchen, und es ist gar kein Selbstvertrauen mehr, sondern Selbstüberschätzung. Andererseits besteht immer der Wunsch nach Verbesserung, die man meistens nur durch Veränderung erreichen kann, durch das über sich hinauswachsen. Manchmal lohnt es sich, seinen gewohnten Alltag für die Chance auf Fortschritt zu riskieren. Selbst wenn die Veränderung Angst machen kann, wie die Dunkelheit einem Kind. Um solche Veränderungen zu überwinden, brauchen wir Mut, denn das Fremde bringt auch eine gewisse Unsicherheit mit sich, die uns schutzlos fühlen lässt. Wir brauchen Mut, um die Angst vor dem Versagen zu besiegen und müssen gleichzeitig aufpassen, nicht übermütig zu werden. Wie monoton wäre das Leben, hätten wir nicht die Unverzagtheit, aus unserem üblichen Schema auszubrechen, das frustrierend ist, um etwas, das unser Herz schneller schlagen lässt, zu erleben. Mit Mut und Verstand können wir unser Leben lebenswerter machen. Die, die keinen Mut haben, leben. Aber die, die Mut haben, leben nach ihrer Vorstellung. Liv Rauch, Gedanken zum Mut. Mut. Was ist Mut? Definition: Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation eine Angst zu überwinden. Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man Angst haben könnte. Die Situationen, die Mut erfordern, sind für jeden Menschen andere. Manche müssen ihren ganzen Mut zusammennehmen, um eine Verkäuferin zu fragen, wo die Milch ist. Für andere ist es mutig, überhaupt auf die Straße zu gehen. Und wieder andere finden es mutig, ich liebe dich zu sagen oder Achterbahn zu fahren. Ich lese gerade ein Buch mit dem Titel Dazwischen ich von Julia Rabinowitsch, in dem es um ein Mädchen geht, das meiner Meinung nach sehr mutig ist. Sie ist mit ihrer Familie aus einem Land geflohen, in dem Krieg herrscht, und wird in Österreich in einem Flüchtlingsheim untergebracht. Sie schreibt über ihre Gefühle, wie sehr sie ihre Oma vermisst, die noch im Kriegsgebiet lebt, und was sie macht, um ihrer Familie zu helfen. Ich bewundere solche Personen sehr. Mut bedeutet für mich, Grenzen zu überwinden. Dein Gefühl sagt dir, dass du etwas nicht machen sollst, aus welchen Gründen auch immer, oft weiß man den Grund auch gar nicht, und dann kommt der Mut ins Spiel.
Manchmal merkt man erst danach, dass es besser gewesen wäre, die Grenze nicht zu überschreiten. Anschließend habe ich Personen aus meinem Umfeld gefragt, was das Mutigste war, was sie je in ihrem Leben gemacht haben. Es war sehr interessant, mich mit verschiedenen Charakteren über dieses Thema zu unterhalten und zu diskutieren. Ich glaube, ich habe einige zum Nachdenken gebracht. Hier liste ich ein paar Antworten auf. Tante 1. Das Mutigste war, als ich von zu Hause ausgezogen bin. Meine Eltern konnten mir auch nach 10 Jahren nicht verzeihen. Ich bin froh, dass ich damals so mutig war. Opa. Für mich ist Mut ein großer Begriff und deswegen verwende ich ihn sehr selten. Was ich aber mutig von uns fand, war, als ich mit meiner Frau beschlossen habe, selbstständig zu werden und wir beide unsere Jobs gekündigt haben, ohne zu wissen, was als nächstes kommt. Tante 2. Als ich mit 16 Jahren auf dem Konzert von Peter Maffay war und auf die Bühne gesprungen bin, weil ich wissen wollte, ob er wirklich real ist. Cousine, 8 Jahre alt. Mein Mutigstes war, als ich von der schwarzen Skipiste runtergefahren bin, weil das die steilste ist. Nachbarin, etwa 90 Jahre. Ich war zwischen 10 und 15 Jahren, als die Nazis begonnen haben, Wien zu bombardieren. Ich musste noch mit ein paar Kindern, 2 Betreuern und ohne meine Mutter, mein Vater war im Krieg, nach Tirol flüchten, wo wir in einem kleinen Zimmer zu 6 untergebracht wurden. Wenige Wochen später wurden wir weitergeschickt und mussten betteln gehen. Zu dieser Zeit musste ich all meinen Mut und meine Kraft zusammennehmen, um nicht zusammenzubrechen. Was war das Mutigste, das du je in deinem Leben gemacht hast? Selma Stadler, Black Lives Matter. Die Black Lives Matter-Demonstrationen gibt es zurzeit in so ziemlich jedem Land. Die Beispiele, die ich hier nenne, beziehen sich, sofern es nicht anders angegeben wird, auf Wien am 4. Juni 2020, da ich hier lebe und selbst auf dieser Demonstration war. Man hat wirklich gemerkt, dass es allen ein sehr wichtiges Thema ist, etwa daran, dass fast alle geblieben sind, trotz recht starkem Regen. Ich würde schon sagen, dass man ein bisschen was riskieren muss, also Mut beweisen, um in dieser Zeit auf einen Demonstrationszug, egal in welchem Land, zu gehen. Einerseits wegen dem Coronavirus, da der Mindestabstand nicht eingehalten werden konnte. Andererseits, weil man eben nicht weiß, wie diese Demonstrationen ablaufen werden. Im Internet kursieren viele heftige Aufnahmen, in denen Polizeiwägen in ganze Menschenmassen fahren. Außerdem wurden in Wien nur 3.000 Menschen erwartet, doch es hat sich herausgestellt, dass es 50.000 Demonstranten gab. Deshalb war es recht chaotisch und der Mindestabstand konnte nicht eingehalten werden. Wirklich übermütig waren nicht viele. Vielleicht sind manche mutwillig auf Telefonkabinen oder Straßenbahnhaltestellen gestiegen, haben Bier getrunken und geraucht, aber gewalttätig war niemand. Im Gegensatz zu Amerika, wo teilweise Leute auf besetzte Autos steigen und dann auch von denselben Fahrern umgefahren werden. Ja, allerdings muss man auch wissen, dass in den USA die Polizeigewalt wesentlich schlimmer ist und öfter vorkommt. Die Demonstration in Wien hat viel Unmut mit sich gebracht. Viele Leute verstehen nicht, warum sie überhaupt genehmigt wurde. Wenn 50.000 Demonstranten ohne Sicherheitsabstand nebeneinander stehen, dann besteht die Gefahr, dass ein Virus sich schnell verbreitet. Viele Kritiker verstehen das Problem auch nicht wirklich und schreiben, dass Polizeigewalt und Rassismus in Österreich gar kein Problem seien, beziehungsweise nicht einmal existieren. Viele, die nicht dabei waren, schreiben, dass fast niemand eine Maske anhatte und sich das Virus somit noch besser ausbreiten konnte. Tja, also ich und so ziemlich alle anderen, die auf der Demonstration waren, wir hatten eine Maske auf. Entsprechend gab es im Anschluss der Demonstration keinen Anstieg der Infektionen. Nicht wirklich glücklich waren viele, deren Weg durch die Demonstration versperrt war. Denn viele Autos sind einfach in den Menschenmassen stecken geblieben. Und auch viele Leute mit Fahrrädern konnten nicht mehr vor oder zurück.
Ako Vujicic, was ist Mut und Übermut und was ist Unmut? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Menschheit seit Jahrhunderten. Manche setzen Mut mit Dummheit gleich. Für manche ist Mut die beste Eigenschaft eines Menschen. Und ich? Ich denke noch, was meine Antwort wäre, wenn es eine gibt. Die Definition von Mut lautet: Fähigkeit, in einer riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Aber was ist eine riskante Situation? Ist man mutig, wenn man einer Person die Liebe gesteht? Ist man mutig, wenn man einem Lehrer die Meinung sagt? Ich weiß nicht. Einerseits sollte man Dinge, die jemanden eine Zeit lang unterdrücken, zum Beispiel Liebe, gestehen, sofort sagen. Aber Dinge, die jemand nach kurzer Zeit vergisst, sollte man besser runterschlucken. Aber Mut ist nicht nur etwas zu sagen. Mut heißt auch, seine Angst zu überwinden. Menschen, die an Spinnenphobie leiden, können am besten ihre Phobie besiegen, wenn sie mit einer Spinne in Kontakt kommen. Und so sieht es mit jeder Angst aus. Wie sieht es mit riskanten Situationen aus? Soll man auch während eines Banküberfalls Mut haben? Soll man immer mutig sein? Diese Fragen quälen mich. Und ich weiß nicht, ob man sie beantworten kann. Dann kommen wir auch zu Unmut. Unmut wird oft mit Feigheit gleichgesetzt. Aber wieso denn? Unmut ist für viele eine schlechte Eigenschaft. Aber wieso denn? Ich drehe mich in den Kreis von Fragen und finde keine Antwort. Unmut zahlt sich doch manchmal aus, sagen manche. Und immerhin ist Unmut eine Sache, die uns manchmal vor schlimmen Sachen schützt. Ist es schlau, wenn einer auf einer Brücke ist und nicht springen will? Ich sage ja und ich bin dankbar, dass wir Unmut in unserer Seele haben. Und jetzt kommen wir zu Übermut. Übermut wird fast immer mit Dummheit gleichgesetzt. Und da muss ich zustimmen. Übermut ist eine schlimme Eigenschaft. Menschen mit Übermut leben oft die Extreme eines Lebens aus. In vielen Fällen endet das nicht gut. Insgesamt kann ich nur sagen, dass ich mir viele Fragen gestellt habe und nur wenige beantworten konnte. Manche Fragen bleiben unbeantwortet. Und das ist gut so. Riskant. Theodora Bresanatz. Übermut tut selten gut. Mut. In jedem Menschen steckt diese besondere, wichtige Eigenschaft, nur dass diese nicht bei jedem Menschen gleich viel zum Vorschein kommt. Bei manchen Leuten mehr, bei manchen weniger. Und auch wenn sich diese Leute dadurch unterscheiden, können sie genau deshalb gut zusammenpassen. So wie Lynn und Luise. Zwei Freundinnen, die sich ihr Leben lang kannten, zur selben Schule gingen, alles zusammen machten und doch ganz unterschiedliche Charaktere hatten. Lynn war ein besonders mutiges und abenteuerlustiges Mädchen, das oft ihre Grenzen selbst nicht kannte. Luise im Gegensatz war ein eher ruhigeres Mädchen, das immer lieber auf Nummer sicher ging und einen gewissen Unmut besaß. Trotzdem lernten sie sich gegenseitig zu ergänzen und fanden immer einen Weg, wie beide Spaß haben konnten. Denn zu zweit fühlten sie sich immer wohler und auch stärker. Kurz gefasst, sie konnten nicht ohne einander. Zumindest dachten sie das. Je mehr Jahre vergingen und je älter die zwei Mädchen wurden, änderte sich dies allmählich. Lynn wollte neue Sachen ausprobieren, doch Luise traute sich nicht. Sie fanden immer schwieriger eine Lösung, mit der beide einverstanden waren. Aus diesen Gründen dachten sie, sie hätten zu viel zusammen gemacht, sodass sie eine Pause voneinander brauchten. Lynn und Luise gingen in verschiedene Richtungen, suchten sich andere Freundesgruppen, die ihrer Meinung nach besser zu ihnen passten und versuchten einander
zu vergessen. Lynn wurde durch ihre neuen Freunde langsam zu einem etwas anderen Menschen. Ihr Style änderte sich, ihre Haare, und sie wurde zu einer noch selbstsicheren Person, als sie schon gewesen war. Sie wurde von einem Übermut ergriffen. Luise hingegen änderte sich nicht, fand es allerdings auch viel schwieriger, eine neue Freundesgruppe zu finden, bei der sie sich wohlfühlte, wie bei Lynn. Der hauptsächliche Grund dafür war, dass sie an sich selbst zweifelte, sich als unmutig bezeichnete und deswegen auch nicht genug Mut hatte, zu anderen Leuten hinzugehen und neue Freunde zu finden. Anfangs fiel es Lynn sehr leicht, Luise zu vergessen. Doch ihre Freundesgruppe brachte sie dazu, Sachen zu machen, die sogar ihre Grenzen überschritten. Sie wusste genau, dass sie sich bei Luise nicht so gefühlt hätte. Sie wusste auch, dass sie jetzt als Feigling dastehen würde, wenn sie wieder zu Luise zurückkehren würde. Ständig dachte Lynn an all die lustigen Erlebnisse, die sie zu zweit hatten. Doch sie traute sich trotzdem nicht, dies zuzugeben, weil sie nun doch nicht so mutig war, wie sie das eigentlich dachte. Mut. Diesen braucht man im Leben nun mal. Übermut ist ungut. Man kann dadurch Leute verlieren, die einem im Leben sehr wichtig sind. Doch so ist es jedoch auch bei Unmut. Wenn man an sich zweifelt, weil man nicht mutig genug oder zu mutig ist, hat man immer Freunde um sich, die einem das erleichtern können. Man muss sich nur trauen, zu jemandem hinzugehen, denn Übermut und Unmut zusammen ist immer Mut genug. Ich möchte mich auch jetzt leider indirekt, weil ich glaube kaum, dass Lehrer, Lehrerinnen anwesend sind, bei Lehrern bedanken. Einerseits, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, ja, ich spüre, einer oder zwei sind da. Wenn ich jetzt aus meiner Schulzeit, du sagst, wenn es wieder geht, Roman. Okay, ich bin gleich fertig. Es gibt Lehrer, die einen unglaublich motivieren können, so ein Ventil zu finden oder einem Talent nachzugehen und sich dem hinzugeben. Es gibt Lehrer, die sind so wahnsinnig unmotivierend. In jeder Branche gibt es solche und solche. Es gibt keinen Beruf, wo alle großartig sind. Ja. Aber manchmal ist genau das, dass wenn ein Lehrer dich unterdrückt oder ein Lehrer dich nicht motiviert, ein Kanal. Dass ich Schauspielerin geworden bin, hat mit meinem Deutschprofessor zu tun. Der, als ich bei uns in der Schulbühne mitgespielt habe, zu mir gesagt hat, Echerer, der Weg für Sie ins Theater führt nur über Stiegenputzen. Ja, diesen Weg hat auch Barbara Streisand genommen, also ist nicht das Schlechteste. Was ich damit sagen wollte, man kann auch sehr viel Kraft schöpfen aus Strukturen, aus hierarchischen Strukturen, die vielleicht Macht ausüben wollen. Ihr habt eine ganz große Macht mit euren Gedanken, vor allem, wenn ihr sie teilt. Sarah Bamou, Herzglas. Es ist, wie als ließe ich ein Glas fallen. Ich weiß, dass es aufprallen wird, dass es ein Klirren geben wird. Ausgehend vom weiß-grünen Fliesenboden, dass das Glas in unzählige Scherben zerbrechen wird, dass sich die Scherben nur aufheben kann, aber nicht mehr zusammensetzen, dass aus der Ungeschicklichkeit meiner Hand ein Fallen werden wird. Das Fallen des Glases wird zu einem Aufprall am Fliesenboden werden, der Aufprall zu einem grellen Klirren in den Ohren, und das Klirren bedeutet Scherben. Jedes Mal, wenn ich mutig bin, weiß ich irgendwo tief drinnen, dass mein Glas durch Mut heil bleiben könnte, ich weiter daraus trinken könnte. Aber ich weiß auch, dass durch Mut, durch meinen Unmut, mein Glas zum Fallen gebracht werden kann. Es ist,
wie als wäre ich hoffnungslos verliebt. Ich weiß, dass es aufprallen wird, dass es ein Klirren geben wird, ausgehend vom weiß-grünen Fliesenboden, dass das Herz in unzählige Scherben zerbrechen wird, dass ich die Scherben nur aufheben kann, aber nicht mehr zusammensetzen, dass aus der Ungeschicklichkeit meiner Zuneigung ein Fallen werden wird. Trotzdem nahm ich es fest in die Hand, das Herz. Trotz all meinem Wissen zum Fall ging ich 2,5 Schritte auf dich zu und wollte es dir geben. Es genügte nur ein Blick, eine Geste und es war klar, dass du es nicht gebrauchen konntest. Und bevor ich es wieder dorthin zurückstecken konnte, wo es immer gewesen war, wusste ich schon, was jetzt folgen würde. Meine Hand öffnete sich fast von allein und ich wusste, was geschehen würde. Das Glas, das Herz, bedeutet viel, prallte auf, klirrte, Scherben, die ich bis heute nicht vollkommen zusammensetzen kann. Aber nach vielen getrunkenen Schlucken aus einem beinahe neuen Glas verursachen die übrig gebliebenen losen Scherben jetzt kaum noch Schaden. Mein Mut, mein Übermut zum Verlieben, zum Jungsein, wird mich noch oft dazu bringen, das Herz immer wieder fest in die Hand zu nehmen und 2,5 Schritte auf jemanden zuzugehen. Trotzdem wissen, dass es fallen wird. Dem Wissen, dass es aufprallen wird, dass es klirren wird, dass es Scherben geben wird, werde ich es hergeben wollen. Mein Herzglas. So lange, bis der Übermut zum Jungsein restlos an ihm abgeperlt ist. Milena Dörfler, Hellgrün-Silber. Kurz vor dem Mittagessen beschließe ich, schwimmen zu gehen. Ich ziehe also den Bikini an, den schwarzen, den neuen, den schönen, der meine Beine vielleicht noch weißer macht, blendend fast schon, und gehe runter zum See, im schwarzen, im neuen, im schönen. Da ist was bei der Badestelle, das sehe ich schon von ganz hinten. Großer Schwan im seichten Wasser, wunderschön und schneeweiß, blendend fast schon. Es ist stürmisch, der See ist aufgewühlt, die Farbe anders heute, kein Blau, chemisch, surreal, wie sonst im Sommer, nein, Türkis, Türkiser, am türkisesten. Nein, nein, heute nicht. Das Wasser strahlt hellgrün-silber und kleine Wellen tanzen über große Wellen und der Wind hat die Schwimmer ins Haus gesetzt und die großen, schweren Wolken haben die Segelboote ans Ufer gedrückt und ich bin allein. Nicht allein. Der Schwan ist da. Ich lege meinen Bademantel auf die Bank, so wie ich es immer schon gemacht habe, und schlüpfe aus den Flipflops und spüre den Kies und die Steinchen unter meinen Füßen, feucht und kühl und so, dass man ein bisschen darin einsinkt. Und das Gefühl ist mir so vertraut, genau wie der abgeblätterte Lack der gelben Bank und die Trauerweide, die ihre Äste fast bis zum Wasser hängen lässt. Aber nur fast. Hier sind sonst nie Schwäne, denke ich. Der ist hier, weil die Luft kühl ist und weil sonst niemand hier ist. Deshalb bin ja ich auch hier, oder? Allein. Noch mehr allein. Zu zweit allein. Und in meinem Kopf dreht sich etwas. Was, wenn er aggressiv wird und auf mich losgeht? Bei Schwänen weiß man doch nie. Und niemand ist hier und ich kann mich nicht wehren. Auch nicht, wenn er mich totpickt. Schmerz. Mehr Schmerz. Kein Schmerz. Irrational. Der Gedanke steckt fest. Vor meinem inneren Auge sehe ich fast schon die sattrote Wolke, die sich wie in Zeitlupe träge im silbergrünen Wasser verbreitet. Und ich höre fast schon Mamas Schreie.
Und ich spüre eine konstant blinkende Rettungssirene und Menschen, die durcheinander reden und Schlagzeilen. Welch ein skurriler Tod! Killerschwan tötet Jugendliche! Ich sehe es fast vor mir, aber nur fast. Dann steige ich ins Wasser und es ist kalt heute und betäubt meine Beine. Und ich denke, vielleicht sollte ich zurück nach Hause gehen und ich warte ganz hinein, am Schwan vorbei. Und der Schwan schaut mich nicht einmal an. Als wäre ich nicht da. Ignorant. Fast schon unhöflich, finde ich das. Und irgendwo in mir bildet sich ein Lachen. Dann tauche ich unter. Und das Wasser ist so kalt und die Wellen so hoch und ich so frei. Ich schwimme bis zur grell-orangen Boje. Der farbliche Kontrast sticht meine Augen. Hellgrün, Silber zu grell-orange. Ich greife nach der Metallstange und sie ist so kalt. Wie ein Stromschlag fühlt sich das an. Und ich halte mich fest und lege meinen Kopf aufs Wasser und schaue hinauf ins graue, wilde Nichts. Leicht. Leichter. Am leichtesten. Der See ist leer. Der Himmel ist leer. Das Wasser hellgrün-silber und mein Kopf ganz leer. Lea Grosner, nur eine Schneeflocke. Es gibt eine Zeit, in der ich nicht existiere. Eine Zeit, in welcher ich nicht mehr als eine kleine, unbedeutende Schneeflocke bin, an die sich niemals jemand erinnern wird. Aber das macht mir nichts aus. Der Gedanke, ein unwichtiges Leben zu führen, das keiner Seele jemals durch den Kopf gehen wird, stimmt mich sogar glücklich. Und wenn ich dann durch die Straße gehe, in der ich nicht existiere, bemerke ich, wie die Freude jede Faser meines Körpers für sich einnimmt. In dem Leben, in dem ich nicht bestehe, gibt es nichts, das mich ernüchtern könnte. Denn wenn ich so zum Himmel sehe und an diese Zeit zurückdenke, bereue ich nicht eine einzige Sekunde. An dem Ort, an dem ich nicht existiere, möchte ich keine meiner unendlichen Tränen ungeschehen machen. Nichts hat mich gesehen, nichts hat mich gehört, aber das macht es umso mehr besonders und einzigartig. Woran ich wohl dachte, als ich stundenlang aus dem kleinen Fenster starre? Wahrscheinlich an die weiße Watte, die in Sekundenschnelle vom Himmel fiel und sich auf die kahlen Äste der Laubbäume und das braune Gras niederließ. Schon immer hatte ich den kühlen Flocken nachgesehen, wenn sie langsam zu Boden glicken, und währenddessen daran gedacht, dass sich niemand jemals an sie erinnern würde. Ich war genauso. Ich tauchte in die Menge ab, obwohl ich gesehen werden wollte. Mein Mund schwieg, wenn ich etwas mitzuteilen versuchte. Und meine Beine standen still, trotz meines Wunsches zu rennen. Nur meine Augen beobachteten immer. Sie betrachteten die Regentropfen, wenn diese erbarmungslos auf den Boden prasselten, schauten den Blättern nach, die durch jede noch so kleine Böe umhergewirbelt wurden, und sahen der Sonne entgegen, wenn sie sich hinter den Wolken versteckte. Doch das würde nie jemand wissen. Nur der Mensch, den es nie gegeben hat, wird es sich in Erinnerung behalten. Der Mensch, der nicht mehr war als eine belanglose Schneeflocke. Es gibt eine Zeit, in der ich existiere. Eine Zeit, in welcher ich am Rande des Abgrunds sitze und den klaren Nachthimmel über mir bewundere. Jeder Stern,
der hell leuchtend vor meiner Nase tanzt, ist vergänglich. Dennoch, selbst wenn sie verschwinden, erinnert man sich an sie, denn sie sind besonders. Bin ich wirklich glücklich als Schneeflocke? Wäre ich nicht viel lieber ein Stern? Wenn ich dann durch die Straße gehe, in der ich existiere, weiß jede Seele, wer ich bin. Jeder sieht mir nach und bewundert mich, obwohl ich nur an ihnen vorbeilaufe. Macht es mir wirklich nichts aus, nur eine unbedeutende Flocke zu sein, wenn ich doch ein strahlender Punkt am Nachthimmel sein könnte? Mein Kopf wendet sich nach unten und blickt der tiefen Schwärze entgegen. Wenn ich springe, bin ich dann ein Stern oder weiterhin nur eine Schneeflocke? Tue ich es in der Hoffnung, nachts den Menschen Licht zu spenden? Oder tue ich es, nur um unbemerkt auf den Boden zu fallen? Gehe ich das Risiko ein, um zu existieren? Ja, es gibt eine Zeit, in der ich nicht existiere. Eine Zeit, in der ich nicht mehr bin als eine unbedeutende Schneeflocke. Tobias March. Gott ging wieder. Das Uber fuhr langsam heran, die Tür öffnete sich und Gott stieg aus. So sah das aber nicht aus, als ich damals ging. Er sah sich um und erkannte die Welt nicht mehr, die er selbst ja geschaffen hatte. Er sah Kinder am Boden liegen, zertrümmerte Kinderträume, zertrümmerte Hoffnungen auf ein neues Leben. Er sah Menschen mit unvorstellbar viel Geld. Und er sah Arme, Alte, Kranke, so viele, wie er noch nie gesehen hatte. Er sah Ghettos, Menschen, denen auf offener Straße in den Rücken geschossen wurde. Er sah Kriege um Geld, Wasser und Öl. Er richtete seinen Blick nach Norden. Er hoffte, dort Positives zu sehen. Doch im Norden starben nur Eisbären. Polkappen schmelzen dahin. Gletscher, die er selbst mühselig handgefertigt hatte, gab es nicht mehr. Er sah gen Osten. Da wurden gerade Menschen auf der Straße zusammengeschlagen, von Wasserwerfern und Pfefferspray getroffen. Schreiend und weinend lagen sie da, kämpfend für Demokratie. Und doch sahen sie ihrem Leben in Zellen entgegen. Er wusste ja, dass er die Erde für eine kurze Zeitspanne unbeaufsichtigt gelassen hatte. Ja, das Universum war groß, er musste auch mal anderen Planeten helfen. Doch dass es so werden würde, das hätte er sich nicht im schlimmsten Albtraum ausmalen können. Angewidert sah er nach Süden. Dort sah er verbrannte Erde, verbrannte Früchte, verbranntes Leben. Rennende Menschen, Kinder, Frauen, Familien, wegrennend vom Elend, vom Krieg, vom Nichts. Angst vor Verfolgung, Hass, Abschlachtung und Streit erblickten seine müden Augen. Und er sah Männer, die ihnen entgegenstanden mit Schlagstöcken und Uniformen. Männer, die sie mit Gewalt aufhielten, abhielten. Und Gott sah auch, dass immer noch mehr Menschen rannten und die Uniformen immer noch mehr Gewalt einsetzten. Gott wendete sich ab, feucht in den Augen, sah er jetzt nach Westen. Und er sah triefende, blutige Lügen und Anzugmänner betrügen. Und er sah, dass fremdes Blut an ihren Händen klebte. Er sah Arme und er sah Reiche. Er sah Tote und Schreiende. Er sah Mächtige und doch Traurige. Und Gott hatte es schon satt. Nicht einmal 5 Minuten war er auf der Erde. Doch er hatte es schon satt, das mit ansehen zu müssen. Hart arbeitende Menschen, ausgenutzt und körperlich zerstört, verbraucht. Rassenkriege, Hass der skrupellosesten, bösartigsten Art, taten Menschen sich gegenseitig an. Er konnte es nicht verstehen. Er selbst hatte doch alles so liebevoll erschaffen, mit Feingefühl. Viel Arbeit steckte dahinter. Und nun musste er mit ansehen, wie sein Abbild eingesperrt wurde. Nicht lieben durfte, wen es wollte. Nicht wählen durfte, wen es wollte.
Er sah Wachstum, unendliches Geld und Wachstum. Doch das Firmament des Wachstums bestand aus Totenköpfen. Er sah die Erde, seinen Schatz, ausgeblutet und weinend, sich ein letztes Mal aufbäumend. Er konnte es nicht länger ansehen. Da reichte es Gott. Er hatte zwar viel göttlichen Glauben und Macht, unsagbare Macht, doch das, was er da sah, hoffnungslos. Er stieg wieder ein und das Uber fuhr los. Linora Nasufi, sapere aude. Diese waren die Worte, die die Menschheit in einer neuen Epoche der Vernunft geleitet haben. Wage es, weise zu sein. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Worte, die vor allem durch den Philosophen Immanuel Kant vielfältig geprägt worden sind und der Masse die Kraft gegeben haben, eine neue Ideologie zu schaffen. Eine Ideologie, die dem Menschen erstmalig erlaubt, sich als Individuum klassifizieren zu dürfen. Eine Ideologie, die den Menschen erstmalig zugeschrieben hat, nicht aus vollkommener Blindheit zu folgen, sondern selbstständig nachzudenken, zu handeln und sich der Verantwortung hinzugeben. Eine Ideologie, die es dem Menschen erlaubt, Mut einzusetzen, um schwierige Situationen zu überwinden und aus sich hinauszuwachsen. Eine Ideologie, die vor allem den Begriff der Selbstentfaltung stark geprägt hat und es zum Gipfel der Maslow'schen Pyramide geschafft hat. Dennoch bedeutet Mut nicht nur gezielt seinen Verstand zu nutzen und nur in seinem üblichen Status quo zu verweilen. Mut bedeutet es, selbstsicher jede Angst zu konfrontieren und geduldig das Ziel zu haben, dieses Hemmnis bald überwunden zu haben. Mut passiert nicht von heute auf morgen, sondern ist ein langer Prozess, der vor allem eines braucht: Geduld und Willen. Ein Prozess, der aussehen kann wie der steilste Berg, der die massivsten Felsen in den Weg rollt und sich wie die schwerste Last anfühlt. Ist sie doch einmal überwunden, kann sie dir keiner mehr nehmen. Dann spürst du die Freiheit und Leichtigkeit wie eine schwebende Feder über dir. Sapere aude, wage es, weise zu sein. Jetzt kommen wir zum letzten Text von Sada Sivković. Was war und was wird sein? Aber wo ist denn das jetzt? Liebe Jugendliche und Erwachsene, schließen Sie Ihre Augen und stellen Sie sich vor, Sie würden auf einem 3-Meter-Brett stehen und müssten jeden Moment springen. Alles um Sie herum verstummt. Alles, was Sie hören, ist Ihre eigene innere Stimme, welche Ihnen sagt: Spring endlich, du Feigling. Was machen Sie, wenn Ihnen Ihre innere Stimme sagt, dass Sie springen sollen, Sie aber Gänsehaut nur beim Herunterschauen kriegen? Genau. Sie denken nicht daran, was vorher passiert ist oder was passieren wird, sondern Sie handeln sofort. Die Tapfereren unter uns werden springen, während die weniger Tapferen unter uns erleichtert die Treppe herunterrennen werden. Wie einige von Ihnen vielleicht richtig erraten haben, geht es heute um das Thema Mut. Mut ist der Grund, weshalb unzählige Jugendliche weltweit unabhängig vom Wetter rausgehen und ihre Stimme erheben, um gegen den Klimawandel zu kämpfen. Mut ist der Grund, weshalb sich Menschen trauen, rauszugehen, um für ihre Ziele zu kämpfen. Mut ist der Grund, weshalb unsere Vorfahren in den Krieg gezogen sind. Doch wo ist unser Mut, wenn es sich um die Gegenwart handelt? Es gibt Filme über die Vergangenheit, über Geschichte, der wir das Wissen über das heutige Aussehen der Welt zu verdanken haben.
Es geht vielmehr über die Zukunft. Diese wiederum zeigen uns, wie das Leben in der Zukunft aussehen könnte. Aber wo ist das Jetzt? Wo ist die Gegenwart? Es scheint fast so, als ob wir schon Angst empfinden, wenn wir allein das Wort Gegenwart hören. Es ist so, als ob das ein schlimmer Gedanke wäre, den wir verdrängen müssen. Wir können die Vergangenheit nicht ändern und die Zukunft können wir nicht vorhersagen, sondern nur anhand von Erfahrungen Vermutungen aufstellen. Was wir aber können, ist, den ganzen Mut zu sammeln und endlich zurück in die Gegenwart zu kehren. Geschichte wird in Büchern festgehalten. Die Sehnsucht nach einer besseren Zukunft ist nur eine Illusion und wird eine Illusion bleiben, solange wir nicht aus unserem Schlaf erwachen und zurück in die Gegenwart kehren. Damit die Zukunft Realität werden kann, müssen wir in die Realität zurückkehren und handeln. Unsere Regierungen weltweit haben während der ganzen Pandemie jetzt gehandelt, ohne über zukünftige Folgen nachzudenken. Um uns, die Menschheit, vor dem Virus zu retten. Ja, trotz der ganzen Situationen war es die Priorität einiger Menschen, über die Ereignisse der Vergangenheit zu streiten und Ereignisse in der Zukunft zu planen, ohne zu wissen, ob es ein Morgen gibt. Wir dürfen nicht beim Ausbruch einer Pandemie so tun, als ob es der Weltuntergang wäre. Wir müssen einen weiten Blickwinkel haben und alle Ereignisse wahrnehmen, welche sich parallel zum Virus abspielen. Denn unsere Erde ist eine tickende Zeitbombe, welche bald explodieren wird, wenn nicht sofort gehandelt wird. Wir müssen jetzt handeln und nicht morgen. The show must go on. Es geht nicht um ein Virus, sondern es geht um das Jetzt. Und jetzt geht es um alles.